Herzlich willkommen bei unserem Tutorial, den Bollinger Bändern. Wir wollen uns an dieser Stelle anschauen, wie dieser Indikator funktioniert bzw. wie dieser Indikator aufgebaut wird und in ein erfolgreiches Training eingebunden werden kann. Schauen wir uns das Ganze an, wie sieht der Aufbau aus? Der Aufbau besteht aus drei gleitenden Durchschnitten. Wir sehen hier den ersten gleitenden Durchschnitt, der in der Standardeinstellung in einer Periode von 20 gebildet wird. Das heißt, die Berechnung dieses gleitenden Durchschnittes basiert auf den letzten 20 Kerzen. Des Weiteren haben wir hier eine obere rote Linie im Chart. Diese rote Linie beruht auf einer mathematischen Berechnung, hier einer Standardabweichung. Diese wird klassisch mit dem Wert 2,0 gebildet. Das gleiche für unser unteres grünes Band, das ebenfalls aufgrund einer mathematischen Standardabweichung hier von 2 gebildet wird. Die Benutzung dieses Indikators beruht darauf, dass wir sogenannte Grenzbereiche hier in unserem Chart eingezeichnet bekommen. Wir sehen obere und untere Begrenzungen und diese Begrenzung wollen wir uns im Folgenden anschauen, wenn wir uns die Funktionsweise dieses Indikators genauer unter die Lupe nehmen. Hier haben wir jetzt einmal die Funktionsweise des Indikators dargestellt und wir sehen das Berühren des oberen Bandes. Das ist eine interessante Konstellation für den Trader, weil mit dem Berühren des oberen roten Bandes geht der Trader davon aus, dass sich der Trade in der Folge weiter nach unten entwickelt und dementsprechend stellt diese Konstellation, dass das obere rote Band berührt wird, hier eine klassische Indikation auf einen bevorstehenden Short-Trader. Ziel dieser ganzen Indikation ist natürlich das Berühren des unteren, in dem Fall grünen Bandes und das würde dann zeitgleich auch den Exit aus dieser bestehenden Short-Position darstellen. Auf der anderen Weise haben wir hier das Berühren des unteren grünen Bandes. Dies ist für den Trader eine interessante Konstellation, um einen Buy-Trade aufzubauen. Wenn wir das untere grüne Band berühren und wieder in dieses Band zurücklaufen, wie wir das hier mit unserer blauen Kerze sehen, erwartet der Trader in der Folge steigende Kurse am Markt und platziert sich dementsprechend. Bollinger-Bänder sollten in der Kombination immer mit weiteren Indikatoren eingesetzt werden. Besonders empfehlenswert sind zum Beispiel gleitende Durchschnitte oder aber auch die Kombination mit einem Stochastikindikator, um optimale Werte hier für den Ein- und den Ausstieg zu definieren.